Herzlich willkommen zu einem neuen Video in meinem SHK Info YouTube Channel. Heute geht es um das Thema hydraulischer Abgleich. Immer wieder wird davon gesprochen, dass wir damit Energie sparen können und dass man den machen muss. Was dabei jetzt wirklich gemacht wird und wie das geht, erkläre ich euch heute. Dafür müssen wir uns erstmal anschauen, wie eine normale Heizungsanlage überhaupt aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Dafür habe ich hier erstmal ein Einfamilienhaus angezeichnet, bestehend aus einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Im Keller steht die Heizungsanlage und im ganzen Haus sind Heizkörper verteilt, die von dort versorgt werden. Eine Heizungsumwälzpumpe, hier unten eingezeichnet, versorgt alle Heizkörper im Haus mit heißem oder erwärmtem Heizungswasser über die Vorlaufleitung, hier in Rot markiert. Alle Heizkörper werden hier mit versorgt. Heizkörper, die dabei relativ nah an dieser Heizungspumpe sitzen, zum Beispiel hier im Hobbyraum der Heizkörper, wird besonders gut mit Wärme versorgt, weil er relativ nah an der Pumpe ist. Andere Heizkörper, wie zum Beispiel hier oben im Badezimmer, wo wir es doch besonders warm haben wollen, werden schlechter versorgt. Dieser Heizkörper ist viel weiter entfernt von der Pumpe. Was macht man also, damit es hier oben auch schön warm wird? Man dreht die Pumpe richtig schön auf, volle Leistung, richtig Gas machen, damit auch der Heizkörper Wärme bekommt. Problem dabei ist nur, alle anderen Heizkörper, die nah an der Pumpe gelegen sind, bekommen jetzt auch viel mehr und werden richtig überversorgt. Da schmeißen wir richtig Energie aus dem Fenster und das ist ineffizient. Mit einem hydraulischen Abgleich kann man das ändern. Bei einem hydraulischen Abgleich geht man wie folgt vor. Man tauscht alle Heizungsventile aus und ersetzt sie durch voreinstellbare Heizungsventile. Und Heizkörper, die jetzt überversorgt werden, wie zum Beispiel unten die Heizkörper, werden gedrosselt, dass sie weniger Durchfluss bekommen. Heizkörper wie im Badezimmer zum Beispiel werden weniger gedrosselt. Auch die Pumpe und der Wärmeerzeuger werden auf das neue hydraulische System angepasst. Durchfluss und Differenzdrücke werden entsprechend ausgelegt. Ja, mit so einem hydraulischen Abgleich lässt sich also heutzutage richtig Energie sparen. Auch nachträglich lassen sich Anlagen optimieren, sowas wird auch gefördert. Bei der Sanierung von Heizungsanlagen oder beim Neubau ist das hier schon Mindeststandard. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es bitte oder teilt es. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, lasst mir einen Kommentar unter diesem Video. Und ganz wichtig, wenn ihr noch mehr Videos aus der Haustechnik sehen wollt mit Informationen, dann klickt hier unten und abonniert meinen Channel.